Schönen guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Lehnhardt von der Firma Inselweine. Wir bringen Ihnen die Weine der Inseln nach Hause. Heute möchte ich mit Ihnen nach Sardinien reisen. In Sardinien war ich vor circa 2 Jahren und habe dort die Familie Sedileso kennengelernt. Sedilesos sind Winzer in Mamodia auf Sizilien und die Firma Familie Sedileso lebt in Canonau. Wie sonst keiner auf Sardinien habe ich dort eine Familie gefunden, die seit Jahrzehnten schon im Wein ist und 100 Jahre alte Reben benutzt für ihre Produkte. Ich habe ihn heute hier mitgebracht. Das ist das Flaggschiff der Mamutone von Sedileso. Und aber auch hier ein traumhafter Rosé. Also wirklich sensationell. Und ein ganz besonderer Weißwein. Ich erzähle gleich eine kleine Geschichte dazu. Und der Wein, um den es heute geht, aber das ist der hier. Balutundu. Die Geschichte um den Weißwein von Sedileso ist folgende. Dieser Perda Pinta kam bei der Weinprobe als letzter Wein zur Degustation. Nach Rosé und Rot und Volumen und Beeren und Früchten. Also, boah. Und ich dachte, eine sehr ungewöhnliche Abfolge des Ganzen, denn schließlich kann ein Weißwein normalerweise nicht gegen einen Rotwein vom Aroma an. Der kann's. Der hat. Der hat 15,5% Volumen. Und auch wenn der Alkoholgehalt nicht unbedingt das Wesentliche beim Wein ist, aber letztendlich lösen sich in dem Alkohol die Geschmacksaromen, die Öle. Und Perda Pinta ist ein unglaublich faszinierender Weißwein. Ich würde ihn kühl trinken, gerne bei 10 Grad. Da kann man darüber diskutieren. Genauso wie die Trinktemperatur der Rotwein aus den südlichen Ländern hier bei uns locker 2 Grad höher sein kann. Dort ist es warm, man kann den Wein kühl genießen. Bei uns ist es kühl, trinken Sie ihn etwas wärmer. Aber wir wollten ja heute über den Balutundu reden. Den Balutundu kann ich Ihnen empfehlen, an einem Abend mit kräftigen Genüssen, Freunden, Musik und Frieden. Der Balutundu ist mit seinen 15,5% auch kein schwacher Vertreter im Punkto Alkohol. Aber wie ich schon sagte, es braucht die Prozentzahlen, um eben die Öle zu lösen, damit die Aromen rüberkommen. Der Balutundu stammt aus einer Gegend, die nennt sich Garonelle. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ich bin noch kein Sarde. Und wird angebaut an Rebstöcken, die sind bis zu 100 Jahre alt. Es ist sozusagen beinahe schon das Meisterstück der Firma Sedileso, oder der Familie Sedileso vielmehr. Es gibt noch den Giuseppe Sedileso. Das ist sozusagen das Meisterstück dessen. Da hat man mir gesagt, als ich dort war, wenn der Wein nicht so gut ist, wie Sie sich das erwünschen oder erhoffen, dann schütten Sie ihn weg. Ob Sie ihn wegschütten. Zumindest wird er nicht unter dem Namen Giuseppe Sedileso verkauft. Aber unser Freund hier, der Balutundu, mit seinem enormen Repertoire und seinen feinen Kräutern an der Zunge, ist wirklich das Größte, was man sich vorstellen kann, was ein Canonau werden kann. Der Balutundu hat ein kräftiges, einnehmendes Bouquet mit einem sehr ausgewogenen Repertoire von Kräutern,
komplexen Strukturen und feinen Tanninen. Was soll man sagen? Mit Weinen kann man viel darüber reden. Ich würde Ihnen gern ein Glas anbieten, dann wüssten Sie, wovon ich rede. Als wir damals dort waren bei der Familie Sedilesu in Mamodia, hat man uns aufs Herzlichste empfangen. Und das war sehr schön anzuschauen, dass auf dem Hof in der Winzerei drei Generationen vertreten waren. Die alten Herrschaften sind mit Sicherheit nur noch dabei und nicht mehr im Geschäftsalltag zu Hause. Aber sie sind da, sie gehören zu dem Ganzen dazu, genauso wie der Enkel. Alle sind da. Und man hat es da, wie gesagt, herzlich empfangen, mich und Tom. Wir waren damals unterwegs. Und wir hatten insofern ein leichtes Spiel, weil die Frau des aktuellen Geschäftsführers ist geborene Deutsche. Das war ein guter Verhandlungspartner. Und das ganze Gebäude, in dem die Winzerei etabliert ist, ist auf den Wein gebaut. Es ist so sensationell zu sehen, diese Architektur, das Innenleben. Es ist nicht nur ein Gebäude, das funktioniert, indem man eben Wein vinifiziert, sondern es ist auf den Wein gebaut. Richtig begeisternd. Man hat uns auch eingeladen, den Winger zu besichtigen oder die Vignette, die immerhin in 650 Meter Höhe liegen, sodass sie wunderbarsten Morgentau abbekommen und aber noch nicht so steil sind wie unsere Hänge an der Mosel und Saar, dass man da runterkugelt, sondern sie sind noch gut zu bewirtschaften. Aber wenn man denkt, das ist Sardinien, das ist Italien, das ist irgendwie alles heiß, nein, in 650 Meter Höhe, da fängt es abends schon an, kalt zu werden und morgens ist es kühl, sodass sie dann eben halt das für die Pflanzen wichtige Morgenwasser, den Morgentau haben. Man hat natürlich auch Winde. Und Mamodia ist die Stadt der Masken. Deswegen auch das Etikett, diese dämonische Maske. All das findet sich wieder in dem Wein, all die Kultur und die Tradition der Gegend dort. Das ist mir auch immer wieder auf den ganzen Inseln aufgefallen. Sie machen es für sich. Die Insulaner machen den Wein oder den Käse oder den Honig oder was auch immer, sie machen es für sich. Sie machen es für die Insulaner. Sie handeln natürlich auch mit dem Festland, ist klar, aber das ist marginal, das sind 5-10%. 90% der Produkte werden auf der Insel selber wieder verbraucht. Und da will man einen guten Stand haben. Schließlich sind die Inseln nicht so groß, dass man unbekannt ist. Und man möchte auf der anderen Seite der Insel auch noch gerne gesehen sein. Ich hoffe, Sie etwas unterhalten zu haben mit dem, was man bei Inselweine und den Inselwelten alles erfahren und erleben kann. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.